vielmals, dass ich das Intro machen durfte. Ich freue mich sehr. Es ist für mich eine Ehre, auch von so einem jungen Top-Athlet, wirklich dürfen teilnehmen. Und wir haben vorhin schon darüber geredet, gell? Wir kennen dich schon so viele Jahre. Ja. Und du die Hälfte so gross bist, wie du jetzt bist. Maximal. Und wir haben es auch schon angesprochen, die polysportiven Gänge, die du gemacht hast, vom Tennisspielen über Unihockey, über Hockey. Was war noch alles? Skifahren war noch dazwischen, also lange Zeit im Winter halt dabei gewesen, weil ich kann nicht golfen im Winter und nicht Unihockey spielen. Also Unihockey spielen schon, aber es war nicht so ein grosser Teil im Winter. Ja, und dann einfach noch jede Woche sind wir eigentlich mit der ganzen Familie über Skifahren und im Zieltraining. Und es war schon ein grosser Teil von der Polysportivität in der Jugend. Ist es euch, weißt, ich denke, das ist wahrscheinlich auch wie aus deiner Familie gekommen, oder? Ja. Weil ihr alle zusammen diesen Bewegungsdrang haben wahrscheinlich. Ja, das ist schon ein bisschen so. Also, es war eigentlich das Nächste, dass wir am Samstagmorgen daheim ausgelaufen haben oder rumgekommen sind und nichts gemacht haben, sondern irgendetwas haben wir immer mehr machen. Also, entweder war das Unihockey-Turnier, das war, oder ein Eishockey-Match, oder gehen wir Tennis spielen mit den Grosseltern, oder eben auf die Ski morgen früh bis am Mittag. Und nachher, ja, immer vollgepackt sind, das Wochenende mit irgendwelchen Sportaktivitäten. Also wenn sie nur das Wochenende waren, gell? Bei dir ist die ganze Woche vollgepackt gewesen. Aber wenn ich dir vorhin gesagt habe, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, yes, jetzt ist das ein Vierklässler und der hat so viel und muss so viel und tut so viel. Aber es war gar kein Müssen für dich, nein, oder? Überhaupt nicht mehr. Also, ich habe einfach auch mit meinem Kollegenkreis einfach ein paar von Eishockey gespielt haben. Dann habe ich gedacht, ja, gehe ich auch mal ins Training und habe ich auch angefangen. Ich glaube, das war sogar das erste, als ich fast angefangen habe, Eishockey zu spielen. Dann bin ich auch als kleiner Pfinderin mit der Pylone auf das Eis rumfahren und so im Eishockey-Club. Ah, schon? Ja, also, ja. Dort haben wir halt auch, habe ich auch viele Kollegen gehabt, die es gemacht haben in der Primarschule. Und dann habe ich eigentlich immer so gelernt, noch etwas Neues gefunden, was wir gemacht haben. Dann habe ich mit dem auch noch angefangen. Und alles einmal ausprobiert, ne? Und relativ lange dann auch alles gemacht. Ja, das habe ich immer gestaunt, wie du wirklich bei allem dran geblieben bist. Wirklich. Und ich mag mich so gut erinnern, dass Skifahren dir unglaublich viel gegeben hat. Und Hockey und Unihockey, da hast du jetzt können jokern zwischen diesen zwei, ja, Sachen. Wirklich, ja. Und mit dem Neni Tennis spielen, da hast du einfach immer vom Neni erzählt. Aber du hast gerade noch eine lustige Aktion erzählt, dass du mit Nana und Neni gemacht hast auf dem Tennisplatz. Ja, die einzige Chance, wenn ich auf dem Tennisplatz kam, ist, wenn ich meine Stoppbälle gespielt habe. Das sind wir laufen und ich als junger Bursch bin dann halt relativ schnell gelaufen. Und dann habe ich schon meine Worte gehabt. Also, es war sicher auch ein grosser Teil gewesen. Einfach nur so. Aber Tennis war eigentlich immer so als Abwechslungssport da. Da haben es eigentlich nie. Ich glaube, ein Jahr haben wir Turnier gespielt mit einem Kollegen, aber Interclubs haben wir gespielt und so. Aber ah, das mag ich mich nicht mehr erinnern. Es ist nur so ein Jährli gsi, wo wir das zweite einfach ein bisschen Spass gehabt haben. So in Graubünden ein paar Turniere gespielt haben. Also, das ist, haben es mehr mit der Familie, mit den Großeltern gemacht. Das ist mir auch sehr präsent. Deine Familie, eure Familie. Das ist unglaublich, der Zusammenhalt, den ihr habt. Ja. Und wie eigentlich jetzt noch mit ihrem Erwachsenenalter, von deiner Schwester, wie ihr unglaublich nah sind und fest euch und miteinander gehen und füreinander gehen, das ist wirklich etwas ganz Grossartiges. Da gehört Nani und Neni wahrscheinlich auch immer noch dazu. Ja, oder? Sicher. Ja. Jetzt kann ich vielleicht weniger mit ihr Tennis spielen, aber früher muss ein Papa jetzt mehr hernehmen. Das ist schon ein grosser Teil gewesen. Jetzt also, wir haben das Skifahren sind mitgekommen und so. Und wir waren eigentlich immer zusammen gewesen. Und zum Beispiel meine Schwester weiss, also, im Golf war sie immer auch dabei gewesen, aber nie so richtig ambitioniert, sondern wirklich auch jetzt einfach hobbymäßig. Und Dino ist sehr gut, gell? Ja. Sie spielt auch sehr gut. Sie spielt gell? Auch gut Golf und darum weiss sie auch, was sie alles eigentlich gemacht haben in den paar Jahren, dass ich jetzt zu diesem Niveau bin. Ja. Und das geht dann halt auch so okay zusammenhalten. Das sage ich. Die gleichen Hobbys eigentlich auch, oder? Ja, genau. Und sag du mir mal, gerade das Stichwort, einfach was du hast müssen machen dafür, für deinen Erfolg. Du bist jetzt ein junger Mann, du hast dann eben auch noch eine Lehre gemacht, du hast nicht einfach alles auf den Sport gesetzt. Ja. Also es war so ein bisschen so, dass ich eben viel und lang Sportarten gemacht habe, aus Spass am Sport. Und dann ist halt
kann irgendwo in dem Abwägen, okay, was geht jetzt weg und was geht nächstes Jahr weg und was mache ich jetzt noch ein Jahr oder wo bin ich am besten? Dann ist einfach so okay. Wow. Uni-Hockey habe ich lang gemacht, wirklich sehr lang, neben Golf auch noch. Und dann bin ich im Golf, bin ich auch so. Um 12 bin ich vielleicht in Graubünden, habe ich in Roschwitz dabei gewesen, aber nicht gross vorne platziert, einfach so in den ersten 10 vielleicht so in Graubünden. Und ja, dann habe ich halt irgendwann dann gesagt, ja, jetzt noch ein bisschen mehr Fokus auf Golf und dann habe ich dann auch mit Uni-Hockey aufgehört. Und das war dann so gewesen, eigentlich der erste Schritt Richtung nur noch Golf. Eieiei, du hast auf eine Art eigentlich noch clever, wie du das gerade beschreibst. So ein kleiner Bub ganz wohl vermittelt miteinander. Und dann einfach immer sukzessiv nach Interessen, so einteilt, ja, Prioritäten. Ja, also ich habe aber immer gehofft, ich kann nach dem Match und gesagt, eigentlich will ich das nicht mehr, das lohnt jetzt. Das ist weg, das war eigentlich kein riesiger Grund, es war einfach so ein bisschen, ja, einfach dann immer so Lust gehabt. Und im Uni-Hockey war es eigentlich gerade so, dass der Papa als Trainer aufgehört hat und nachher waren sie in Selektionen für die nächste Woche Stufen und dann bin ich dort nicht so richtig in die nächste Stufe reingekommen und dann habe ich gesagt, ich bin höriger, weil es nicht gepasst hat, aber es einfach denkt, ja du, wenn es so ist, dann ist es so, dann konzentriere mich jetzt auf Golf, dort habe ich auch noch ein bisschen mehr Ambitionen gehabt.